Was tut er? Was tut er? So, und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Unterhaltung zu Dark Souls 3. Bam, angespielt hier, am Start. Ich habe bereits ein Estus Flask verschwendet bei meinem tollen Versuch, die Störung nochmal herauszufinden. Und wir sind jetzt auf... Oh, da ist ein Bonfire. That's what I was looking for. Okay, sehr gut. Geil. Light Bonfire. Nice. Okay. Gut, dann reste ich auch mal. Oh, ich krieg direkt Erfolg. Und irgendwas, ja. Warte mal. Light Bonfire, ja, komm. Gut, wir können ja nicht so viel machen, das ist auch nicht das Ding. Ich wollte nämlich eigentlich nur meinen Estus Flask wieder haben, weil wir jetzt diesen komischen, strange aussehenden blauen, was auch immer das war, Kristallviech. Da, oh, kann ich mich an den Rand schleichen? Das ist die Frage. Weil der, oh fuck. Da muss man wirklich ganz langsam gehen. Ganz langsam und ganz ruhig. Dann könnte ich den backstabben. Oder sowas in der Art. Habe ich gehört. Wie macht man denn Backstab? Fuck! Cleric Sacred Gem. Oh, ist das zum Zaubern oder was? Direkt mal hier. Wie macht man das Inventory auf? Nein? Ah ja. Inventory. Da, hier, wie kann man Show Item Info? Forecast the Miracles of the God. Ja, es ist zum Miracles zaubern, okay. Kann ich aber wohl noch nicht richtig benutzen. Hab wahrscheinlich, was braucht man dafür denn? Oh, bin ich jetzt doof? Gott, also ich bin da auch noch nicht ganz so bewandert hier. Das ist mit diesem. Naja, auf jeden Fall, ich kann es auch nicht benutzen. Wir wollen jetzt auch nicht zu lange damit aufhalten. Wo war denn das hier? Hier rum, ne? Ah, da war, hier war noch ein Kumpane. Good day, sir. Good day, sir. You're dead. Hehe. Okay, gut, das hätten wir. Und jetzt hier durch das Wasser warten, dann kommt da dieser komische Typ. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich wette, ich werde jetzt drauf gehen. Aber... wir werden sehen. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Weil die Part 1 vielleicht nicht gesehen haben. Ich habe seit Dark Souls 1 vor 3 Jahren, also ich habe es vor 3 Jahren gespielt. Was ist das? Okay, er steht auf 2 Beinen und hat Arme. Da hinten ist ein Item links. Okay, let's face this. Shit. Oh, fuck it. Oh, okay, er kann spucken und so komischen Kram machen. Ich sollte ihn vielleicht auch fokussieren. Oh, fuck it. Oh, ich konnte gerade noch ausweichen. Oh mein Gott. Okay, er hat jetzt vielleicht so ein Fünftel seines Lebens verloren. Durch 3 Mal, die ich den jetzt angegriffen habe. Okay, nochmal, los. Wow, was war das? Krass. Oh, fuck it. Das war unerwartet. Oh, 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 oh. Böse. Dann rollt er immer so fancy. Wie heile ich mich auf X? So. Heilen wir uns wirklich mal lieber. Und er gerade weg war. Oh, fuck. Da geht er plötzlich andersrum. Ah. Crazy Mother. Jesus. Oh, fuck. The Crazy Mother. Oh, fuck. Nein. Du kriegst mich nicht down. Glaub mir. Not with me. Ich hab ihn fast. Bald hab ich ihn. Heil dich. Oh, mein Gott. Komm. Hier!
ich hab ihn! Ha! Titanite Scale. Das ist zum Upgraden der Waffen. Oh mein Gott, ich hab ihn! Und ich bin nicht gestorben! Ah, herrlich, das Item nicht vergessen. Yes, yes. Ah, Success, man. Geil. Okay, cool. Und, oh, Seelen hat's auch gegeben. Und hier noch eine Seele zum Einpacken. Nice. Ich hätte gern einmal eine Lost Soul of the Undead irgendwas zu mitnehmen, bitte. Möchten Sie Ketchup dazu haben? Hm, haben Sie auch Mayonnaise? Hier oben kann ich auch noch irgendwie. Okay, naja. But anyway. I made it! Geil! Freue mich gerade. Okay. So. Ich habe nämlich, keine Ahnung, ich habe echt gedacht, das wird nichts. Aber anscheinend ja doch. So, wie geht es aber nochmal mit dem Backstab? Muss ich da gedrückt halten, wenn ich hinter dem bin? Kann das sein? Wahrscheinlich, irgendwie so. Ja, Leute, die Dark Souls spielen, werden jetzt sagen, oh mein Gott, dieser Vollidiot, weiß nicht mal, wie man ein Backstab macht. Ja. But anyway. So, gehen wir nochmal ins Bonfire. Wir gehen jetzt nämlich hier lang weiter. Somit können die Gegner da ruhig respawnen. Volles Leben, volle Estus Flash. Gut, ich kann aber nichts machen. Das ist doof. Leveln oder so. Kann ich jetzt noch nicht. Oh, hier kann man lang. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Pappkamerad hier weg. Hallo. Oh shit, er hält schon zwei Schläge aus. Wirst du wohl drauf gehen? Ne, das machen wir lieber nochmal. Das ist eigentlich schon jetzt verkackt hier wieder. Der ist direkt zu einstecken. Mach ich dir lieber nochmal, ey. Was soll das denn? Komm her. Bisschen wieder, ne? Nehmen wir Parry ihn hier. So, naja. Gut, nicht so ganz, aber immerhin dieser Toad. Hallo. Geh drauf. Oh, fuck. So. Ich höre da noch einen. So, wir sind umzirkelt. Fuck, da kommt noch einer. So, geblockt. Er ist gestaggert. Und dann habe ich das. Okay, cool. Fancy. Gefällt mir. Unten geht's wohl auch noch lang. Dann gehen wir erstmal hier lang. Eigentlich egal. Ich weiß ja eh keinen Plan hier. Oh, shit. Gut, da sind zwei Kumpanen. Hat der eine irgendeine Fernkampfwaffe? Sieht so aus, als hätte er eine Armbrust. Fuck, der hat ein Schild, der andere. So. Ja, oh gut. Kann ich den Ehren da vielleicht mal raustriggern hier? Kommt der andere jetzt? Langsam kommt der. Komm hier mal, Kollege. Kein Bock, dass der nämlich andere mich da hier... Oh, der hat auch noch einen Speer. This is madness. Kann ich die vielleicht da runterkicken? Oh, fuck. Ich hab's geschafft, aber er hat mich getroffen. Komm her! Geil! Nice. Oh, hier gibt's ein Item. Ausgezeichnet. Firebomb. Oh, cool. Das ist so wie in Dark Souls 1, dass die beim ersten Boss da dann plötzlich doch so gut sind. Oder beim ersten Mal. Aber war das der erste? Dieser auf der Brücke? Dieser, was auch immer, Stier? Keine Ahnung. So, Moment mal eben. Equipment. Wie... Wie rüsten wir das jetzt hier aus? Am dümmsten. Ja, hier am besten, ne? Oh, was ist das denn? Crystal. Achso, das sind die Seelen. Dark sein. Ah, da hat schon irgendwas mit Koop. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ne, für Nachrichten schreiben ist das, ne? Warum ist das jetzt... Oh, fuck, ist es unten ausgerüstet? Ich will es aber nicht unten haben. Oder kann ich es nur unten haben? Ich glaube, ich kann es nur unten haben. Ja, schlau. Okay. Egal. Anyway, weitermachen. So. Hier haben wir schon alles niedergeslayt, wie wir sehen. Mhm. Oh, was haben wir hier für eine Nachricht? Wild Dashing. Warte mal. Nee. Ah, stimmt. Das springen wir hier immer so ein bisschen anders, sagen wir mal. Warum sagt ihr mir das hier? Oh, kann ich auf diese, was ist das? Kiste? Sarg? Sarg, ja, ne? Kann ich da drauf springen? Gucken wir mal, ne? Oh, verdammt. Komm ich da jetzt nochmal hoch? Ich will dieses... Ah, fuck, ich will das Item. Ja, okay. Stimmt. Hallo. Ah ja, so.
Stimmt, that was it. Du droppst nix. Oh, fuck! Hallo, mein Freund. Toad. Ich würde gerne eigentlich das Item holen, ehrlich gesagt, ja. Deswegen gehen wir nochmal lieber kurz hoch. Bla, 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 bla. Hallo, hallo. Was geht denn bei euch? So. Wie springt man denn da jetzt am dümmsten? Oh, ich bin jetzt zwar gar nicht gesprungen, aber... Oh, Titan Archer, noch mehr zum Waffen verbessern. Ausgezeichnet, wir haben es geschafft. Wir sind super gut. So. Weiter geht's. Stimmt, was ist eigentlich mit dem... Moment mal. Was ist eigentlich mit diesem Feuer-Item? Kann ich das jetzt schon irgendwie einsetzen? Hier, das hier. Infuse to create fire weapon. Nee, ich glaube, das muss ich dann irgendwie wahrscheinlich beim Schmied oder so, ne? Infuse schon steht. Oh, was ist er denn da für einer? Steht er jetzt gleich auf, oder was? Sind noch irgendwelche dummen Pümpernickel hier oben oder hier links, rechts? Keine Ahnung. Kerzen. Ja, hier hat jemand die richtige Atmosphäre erzeugen wollen, ne? Knickknack. Whatever. I don't know. Oh, ja, krass geht's hier schon runter, ne? Oh, was ist er denn hier? Ist ein Turm. Mhm. Oder ist das, warte mal, ist das die Szene, die man auch schon kennt? So von diesem Anspiel-Event, was in Hamburg war. Habe ich auch ein bisschen was gesehen. Ah, ja, doch, ich glaube, da zieht man jetzt das Schwert raus, ne? Guck mal, dieses Gewabe auf seinem Rücken schon. Das ist schon mal nicht gut. Hallo. Natürlich bewegt er sich. Oh, 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 oh. Wer bist du denn, mein Freund? Du bist ein Boss. Oh, fuck! Ja, gut. So viel dazu. First Boss Fight was no success at all. Shit. Ja, den muss ich ja jetzt besiegen, ne? Ach, kacke. Ist der denn jetzt direkt aktiv? Und muss ich das Schwert jetzt jedes Mal neu da raus pimpern, ziehen. So. Fire Orb. Items. Bla, irgendwas. Oh, shit. So, hier sind wir wieder. Gehen jetzt einmal hier den raschen Weg. So. Kommt noch irgendwas von hinten nach? Nee, ne? Oh, fuck, nein, ich wollte dich nicht triggern. Komm her. So. Gegen diese Pimper geht's ja noch hier alles, ne? Gegen diese komische. Oh, ich habe ihn gebacksteppt. Ja, es ist ein normaler Schlag. Gedrückt halten. Geil. Ah, so nice. So nice. Super cool. Oh, jetzt ist da tatsächlich eine Nebelwand. Ich glaube tatsächlich. Keiner verkackt doch bei diesem Boss. Oder alle schaffen den doch bestimmt wahrscheinlich wieder. Und ich bin so. Oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Na gut, dann hat kein Backstep. So. So, ich muss erstmal meine Seelen da auch wiederholen. Das waren nämlich 4000. Ich habe diesen komischen Diamant-Fuzzi nicht getötet, um jetzt meine Seelen zu verlieren. So, hallo. Pappkamerad. So. Shit, das war dumm. Das war so dumm. Man darf das Schild nämlich jetzt, weil die Ausdauer dann so langsam regeneriert und die brauchen wir halt zum Blocken. Das Problem ist, ich muss jetzt auch... Halt, fuck! Okay, okay. I'm back in. Oh, drei Schläge waren zu viel. Oh. Oh, fuck! Combo! Oh, geile Musik. Block doch. Oh, shit. Was war mit meinem Charakter los? Ich muss mich heilen. Was tut er? Heil, Ausdauer. Ich sehe kaum was. Oh. Crazy Motherfucker.
Shit, 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 was tut er? Geh drauf! Ja! Puh, was war das für eine Mutation plötzlich? Cold Sword, ach, das ist das, was wir rausgezogen haben, richtig? Puh! Na gut, ich hab's beim zweiten Versuch geschafft. Ist das auch gut genug? Ich hoffe doch, oder? Ich weiß es nicht. Ah. Oh, ja, stimmt. Man ist ja jetzt nicht mehr, man ist ja, war ja immer hollowed und nicht hollow und jetzt ist man, embered. Quasi, wir sehen jetzt so diese Ember Funken, was auch immer, auf unserer Rüstung. Shit. Light Bonfire. Oh, neues Bonfire. Genau. Puh. Direkt mal Estus Flasks hier auffüllen. So. Cool. Okay. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Cooler Baum, ne? Und die Wolken, ne? Ziehen da so fancy vorbei. Okay, cool. Haben wir das erledigt. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter hier, ne? Geil, wie cool der die Tür wieder aufmacht. Max, richtig ist schwer und krass und... Yo, nice. Hallo. Mein Name ist Umberto. Da gibt's ein Item. Nehmen wir dieses Item mit. Es wird uns Segen und Broken Straight Sword. Naja, gut. Das kennt man aus Dark Souls 1, glaube ich auch. Oder zumindest gab es da auch so ein abgebrochenes Fancy-Schwert. Wo geht's denn hier längs? Ach so, hier geht's doch irgendwo. Also der steht ja schon so, als müsste man ihn runterkicken. Ich hoffe, ich kann mich von hinten anschleichen und das machen. Hier steht er doch jetzt irgendwo, ne? Jo. Kicken, wie geht das nochmal? Ah ja, ich weiß jetzt wieder wie. Oder backstab ich ihn. Nein, ich kicke ihn. Oh, der ist fast runtergefallen. Komm, backstab ihn. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, mit dem Kick runter zu glitschen. So, und tschüss, mein Freund. Geht's hier nur links? Hallo? Nein. Okay. Fancy, fancy. So. Ja, wo gehen wir denn mal lang? Rechts, links, gehen wir erstmal hier hoch. Stimmt schon rum. Diese Treppe mit diesen Ranken und bla. Es ist geil. Es ist einfach geil designt. Es ist einfach cool designt. Ich freue mich. Also töten wir jetzt mal die beiden Pappkameraden hier. Geben ihm Seelen. Und der hatte sogar noch Schild und Speer. So, ach so, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das kenne ich auch schon aus diesem Hamburg-Ding. Okay. Also ich war da nicht, ne? Nicht, dass sie das jetzt denkt, aber ich hab's halt bei Rocket Bean. Fuck! Fuck! Hab ich mich verjagt. Mein Gott. Ein komischer, toter Hund. Sieht ein bisschen auch so Bloodborne-mäßig aus. Nee. Hab ich nämlich bei Rocket Beans und bei Bruger gesehen. Oh, geil, ein Item. Ember. Ach. Ist das jetzt sowas, das ist jetzt Humanity, ne? Ja. Also Menschlichkeit, mit der wir wieder in diese Form hier kommen können, in der wir gerade sind, wo wir dann so fancy leuchten und so. Genau. Gehen wir erstmal hier rein. So. Servus! Firelink Shrine. Und diverse Drohne. Geil. Ja, cool. Was gibt's denn hier? Wer sitzt denn da? Bist du... Are you a good man? Ah... Another one, roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. If you say so, oh, wir haben eine neue Kiste gelernt. So. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. Aha, okay. True legends, those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. Jetzt noch was Neues zu sagen? Okay, nein.
Ja, die Dark Souls Story, das ist ja auch immer so eine Sache. Die ist ja sehr, ja, kryptisch. Man fährt viel durch Orte und Itembeschreibungen und so weiter und so fort. Einerseits weiß ich nicht. Ich finde das immer wieder cool, dass die Lore hier so ist, dass jedes Item irgendwie und dem mal gehört hat und bla und überhaupt. Andererseits finde ich es irgendwie blöd, dass wenn man einfach nur so spielt, also da wirklich kaum mehr die Story verstehen kann. Teilweise. Also es kommt immer ganz drauf an, aber you know what I mean. Also ich finde es einerseits cool, andererseits kann ich da Kritik auch dran verstehen. Ich weiß, ja. So, wer ist sie hier denn? Ach, ist sie die aus dem Intro da? Die da diese komische Welcome to Krone the aufgesetzt hat? bonfire, unkindled one. Oh, ich bin kein Undead mehr, stimmt, ich bin ja I'm a jetzt ein Kind. firekeeper. Oh, ein Firekeeper, eine Firekeeperin. I tend to the flame and tend to thee. Ja, cool. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Oh, bei ihr kann ich ableveln, oder was? Okay, aber reden wir nochmal Passion, weiter mit ihr. to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring new souls plucked from their vessels. Okay. Ashen One, sovereign. I will show Okay. thee. Ja, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich Ashen ableveln One, will. Ja, cool. may the Okay. flames guard. Stimmt, und hier machen wir jetzt mal Super Bonfire. Yeah. Nice. Okay, cool. Können wir jetzt auch resten und so. But. Hier saß doch. Ach, da sitzt noch einer, ne? Ich weiß gar nicht, wer. Wir müssen jetzt diese Typen hier finden, besiegen und dann kehren die jetzt auf ihre Tröne zurück. Ach Gott, ich sage jetzt einmal Tröne. Zurück. Is that the case? Did I get that right? Yes? Kann ich denn mit dem Typen quatschen? Hallo? So, einfach hier links, ne? Servus! All that unkindled, and a seeker of lords. I am Ludlith of Courland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Warte mal, hat er keine Beine? Er hat keine Beine, warum hat er keine Beine? Was ist. Und er macht hier die ganze Zeit den. Wer ist der nochmal aus den Simpsons? Mr. Burns. Knowest thou Genau. of our Herr place? Burns, unkindled. Ach, egal. Five Nein. thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. To preserve A this world. reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords. The fast fading flame must a reenact. So I Okay, hat nichts mehr zu sagen anscheinend gerade. Okay, sitzt hier noch jemand? Nö. Gut, dann kann ich ja mal wieder hier runterjumpen. Was haben wir denn sonst noch so? Wir haben ja noch diverse Gänge gehabt, nicht wahr? Wo geht das denn hier zum Beispiel mal? Hier will ich jetzt erstmal nicht runterspringen. Ich habe gar keinen Plan, was das soll. Und wer ist er? Sie? Er? Denn hier? Oh. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to eat. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away.
Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Erinnert mich ein bisschen an den Verkäufer in Dark Souls 1. Der hat auch immer so komisch gelacht. Okay, Händler anscheinend. Okay, so. Ich muss diesen Part jetzt hier leider nochmal beenden. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit angespielt Dark Souls. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein.